Hi Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Es geht in diesem Video um den Jojo-Effekt. Wie entsteht er und vor allen Dingen, wie können wir den Jojo-Effekt vermeiden? Ich habe die Frage gerade bekommen im Coaching und da dachte ich mir, bevor ich das Ganze mühsam abtippe und erkläre, mache ich doch einfach ein Video dazu, um das Ganze einfach noch mit ein paar Beispielen zu veranschaulichen, weil ich finde, die Aufklärung über den Jojo-Effekt, die sollte sowas wie Volkskunde sein. Damit wird richtig viel Geld gemacht. Das ist mega deprimierend und vor allen Dingen der Jojo-Effekt ist eigentlich das Ergebnis einer missratenen Diät und das Anzeichen dafür, dass man schon völlig falsch an die Sache rangegangen ist. Wenn ihr euch einfach mal überlegt, gerade so in diesen Weiberzeitschriften, diese ganzen Brigitte-Sachen und so weiter, da stehen ja tatsächlich irgendwelche Diäten drin, die klingen zu schön, um wahr zu sein. Jeden Tag Schokoladen essen und dabei abnehmen, Kohlsuppe essen und dabei nicht nur die entsprechenden Verdauungsbeschwerden kommen, sondern man soll damit auch noch abnehmen. Oder Ananas-Diät, das ist auch so ein Ding, dass in der Ananas bestimmte Enzyme drin sind, die natürlich magische Kräfte entfalten können und innerhalb von wenigen Tagen mehrere Kilos bringen. Das kann tatsächlich sein, also wenn ihr jeden Tag Ananas essen würdet und zwar nichts außer Ananas, dann verliert ihr pro Tag ein Kilo, gar keine Frage, weil ihr sozusagen nur Wasser zu euch nehmt, Wasser und Zucker, das ist die Ananas, dazu noch ein paar Vitamine, damit ihr glaubt, ihr habt was gegessen, solltet ihr auf jeden Fall noch Ballaststoffe dazu nehmen oder eben Proteine, aber meistens sind diese Diäten ja tatsächlich so einseitig aufgebaut, dass eigentlich nur mit den Ergebnissen geworben wird und zwar ein Kilo pro Tag abnehmen und das hört sich toll an, wenn man sich das dann linear hochrechnet und sagt sich, okay, 12 Tage, 12 Kilo, das möchte ich natürlich haben. So, was passiert danach? Und das, was danach passiert, ist der Jojo-Effekt und zwar, ihr habt erst ein Ergebnis erreicht und merkt dann, langfristig könnt ihr das nicht halten, ganz im Gegenteil, es geht zurück, ihr fallt zurück und das ist nicht nur deprimierend, sondern das gibt euch auch noch psychologisch den Knacks, dass ihr sagt, da, wo ich mich an dieses Ernährungskonzept, an diese besondere Diät oder was auch immer gehalten habe, da hat es funktioniert, da war ich erfolgreich, kaum bin ich wieder auf mich alleine gestellt, bin ich unerfolgreich und da verdient natürlich eine ganze Industrie dran, ob das Produkte sind, ob das irgendwelche Abnehmkonzepte sind oder sowas, davon profitieren viele. Ich erkläre euch jetzt, wie der Jojo-Effekt entsteht, wie ihr ihn vermeiden könnt und vor allen Dingen, ihr lernt dabei sehr viel, wie der eigene Körper funktioniert. Beginnen tut das Ganze mit einer völlig missratenen Diätplanung. Es sind meistens diese einseitigen Diäten, Kohlsuppe-Diät, Ananas-Diät, Schokoladendiät oder auch so eine Sachen, die man eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, langfristig gar nicht durchhalten kann, nämlich sowas wie eine extreme Low-Carb-Diät. Wir nennen sie einfach mal No-Carb-Diät, ohne Kohlenhydrate den Rest des Lebens auskommen. Ich glaube, das können die meisten nicht, das sollte man auch nicht müssen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass man, solange man eben die Kohlenhydrate aus der Ernährung rausnimmt, auch gar keinen Kalorienüberschuss erreichen kann. Man wird abnehmen, dazu kommen eben auch noch bestimmte Effekte durch die eiweißreiche Ernährung, thermogene Effekte, aber eben auch dadurch, dass man keine Kohlenhydrate zu sich nimmt, wird man eben an Glykogen aufbauen. Also auf der Waage geht es dann auch ganz schnell runter mit dem Gewicht. Aber langfristig wird man, wenn man sich dann wieder normal ernährt, in Anführungsstrichen normal ernährt, auch dabei zugucken können, wie das Gewicht auf der Waage wieder steigt. Und dann wird man eben sogar meistens mehr am Ende des Ganzen wiegen, als man zur Ausgangssituation gewogen hat. Und das ist eben auch der typische Jojo-Effekt. Danach ist alles noch schlimmer als zuvor. Der eine Grund für einen Jojo-Effekt ist eben eine einseitige Diät, die man gar nicht durchhalten kann, sodass man wieder, wenn man eine in Anführungsstrichen normale Ernährung zurückkehrt, eben mehr wiegen wird oder das Gewicht eben ganz schnell wieder hochgeht. Man hat also kurzfristig nur was erreicht, langfristig ist man wieder genau auf dem Level oder eben auf noch einem höheren Gewicht, als man am Anfang der Diät eben auf die Waage gebracht hat. Das ist das eine, einseitige Ernährungen. Das andere sind extreme Energiedefizite. Ich habe zum Beispiel einen Bedarf, der liegt so ungefähr bei 3200 Kilokalorien. Das ist mein Gesamtbedarf. Das setzt sich zusammen aus dem Grundbedarf, also das, was mein Körper alleine, der Herzschlag, alleine die Atmung und so weiter, verwendet oder verbraucht. Und dazu kommt eben der Leistungsbedarf. Alles, was ich eben über meine tägliche Aktivität, über mein Training und so weiter und so fort verbrauche. Das ist eben dann der Gesamtbedarf, der liegt bei mir so circa bei 3200 Kilokalorien. Das ist schon mal nicht wenig, aber eben auch nicht viel für so jemanden wie mich. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur, sagen wir mal, 1000 Kalorien zu mir nehmen würde, ein extremes Kaloriendefizit von 2200 Kilokalorien fahren würde,
dann ist natürlich schon klar, wie soll ich überhaupt auf meine Nährstoffe kommen? Alleine diese geringe Energiemenge wird natürlich dazu führen, dass ich ratzfatz abnehme. Aber jetzt fangen wir mal an zu rechnen, und zwar die drei Makronährstoffe, die Eiweiße, die Kohlenhydrate und die Fette, die sollen da irgendwie untergebracht sein. Was die Fette angeht, sollte ich so 50 Gramm schon am Tag zu mir nehmen. Alles darunter wird kritisch, alles unter 30 Gramm wird sehr kritisch, alleine weil Fette eben für sehr viele Körperfunktionen eine maßgebliche, eine essentielle Rolle spielen. Rechnen wir das Ganze mal durch mit 50 Gramm, was für mich die sinnvolle Untergrenze sein sollte. Da sind wir schon bei ca. 450 Kilokalorien, also quasi die Hälfte meiner Energie ist alleine für die Fette draufgegangen. Dann haben wir noch die Proteine, also es bleiben 550 Kilokalorien übrig. Da könnt ihr euch jetzt umrechnen, wie viele Proteine ich zu mir nehmen könnte. So ca. 130, 140 Gramm Protein reicht natürlich nicht aus, und dabei in dieser Rechnung ist noch nicht mal ein Gramm Kohlenhydrate eingerechnet. Also an der Stelle könnt ihr euch natürlich schon vorstellen, dass diese Rechnung gar nicht aufgehen kann. Jemand wie ich kann mit 1000 Kilokalorien keine erfolgreiche Diät machen. Das ist einfach zu wenig. Abgesehen davon, da bin ich auch ganz ehrlich, sowas lässt sich hier oben im Kopf mental einfach nicht durchhalten. Das heißt, wir haben einmal die extrem einseitigen Diäten, wo man eben jeden Tag nur Ananas isst. Fragt euch einfach, wie lange kann man sowas aushalten? Dann dieses extreme Energiedefizit, da könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass der Körper das nicht schafft, dauerhaft durchzuhalten, und vor allem der Geist nicht. Und dann müssen wir uns fragen, was passiert, wenn ich angeblich das einfach mal so machen würde mit 1000 Kilokalorien, was passiert da eigentlich in meinem Körper? Der Körper fängt an, aus eigenen Bestandteilen, also zuerst aus den Muskeln, Energie zu gewinnen. Das Ganze läuft dann über den sogenannten Hungerstoffwechsel. Im Klartext fängt der Körper an, Muskeln abzubauen, aus den Muskeln Energie zu gewinnen und diese Energie eben zur Aufrechterhaltung meiner Körperfunktionen zu nutzen. Der Körper geht also zuerst an die Muskeln, und wenn die Muskeln zu großen Teilen abgebaut sind, erst dann geht er ans Fettgewebe ran. Genau da liegt der wichtige Punkt, den ihr euch vor Augen halten müsst. Unser Körper fängt erst an, den Luxus zu reduzieren, die Muskeln, und im nächsten Schritt geht er erst ans Fettgewebe ran, wenn bereits die Muskeln zu einem großen Teil abgebaut sind. Und das Ganze kann sogar so weit gehen, dass er eben sogar die eigenen Organe angreift. Und ich denke, jeder gesunde Mensch, jeder, der keine Essstörung hat, wird an diesem Moment verstehen, dass es überhaupt nicht sinnvoll sein kann, wenn man eben seine eigenen Muskeln dazu quasi aufzehren lässt über diesen sogenannten Hungerstoffwechsel. Ihr müsst euch einfach im Klaren darüber sein, dass das eben die Punkte sind, an denen man scheitert. Einseitige Diät, extremes Energiedefizit und noch eine Sache, nämlich auch das, was man immer wieder hört, abnehmen ohne Sport zu treiben, genau das führt auch zum Jojo-Effekt. Und zwar ein Energiedefizit, also eine negative Kalorienbilanz, ist natürlich die Voraussetzung zum Abnehmen. Jetzt müsst ihr euch natürlich vorstellen, wenn unser Körper also weniger Energie bekommt, als dass er sie verbraucht, fängt er an, die restliche Energie irgendwo herzuholen, und da geht er, wie ihr gerade erfahren habt, über den Hungerstoffwechsel ganz besonders an die Muskulatur ran. Wenn jetzt der Wachstumsreiz übers Training auf dem Muskel fehlt, der Muskel also seine Funktion gar nicht erkennt, der Muskel also gar nicht weiß, dass er benötigt wird, dann wird genau dieser Prozess eben beschleunigt ablaufen. Genau dann habt ihr eben das Problem, dass ihr auf der Waage abnehmt, auf der Waage euch vielleicht noch heldenhaft fühlt, aber insgesamt einfach Muskeln verliert aufgrund der Tatsache, dass eure Muskeln keinen Trainingsreiz bekommen. Also wir haben jetzt das dritte Problem, eben nicht nur eine einseitige Ernährung, ein extremes Kaloriendefizit, sondern eben auch fehlender Sport. Es ist maßgeblich, dass ihr den Reiz auf den Muskel bringt, um eben ganz klar zu signalisieren, Muskel, du wirst gebraucht, bau dich bloß nicht ab. Und genau das sind die Punkte, die euch einfach klar sein sollten. So, ich hoffe, dass ihr einfach so eine Diät möglichst effizient durchzieht, dass ihr eben ein geringes Energiedefizit wählt, dass ihr euch möglichst so ernährt, wie ihr es langfristig auch aushalten könnt und umsetzen könnt, und dass ihr natürlich Sport macht in der Diät. Es geht nicht darum, dass man sich jeden Tag im Fitnessstudio irgendwie selbst bis an die absoluten Grenzen der Leistungsfähigkeit bringt, sondern es geht einfach darum, dass man 3 bis 4 Mal pro Woche ein kleines Workout macht, einfach ein paar Klimmzüge, ein paar Sit-Ups, ein paar Liegestütze oder irgendwas, das, was man machen kann, umso mehr, umso besser. Aber wie gesagt, sowas lieber langfristig durchhalten, damit die eben ganz klar den Muskel signalisiert, übers Krafttraining,
ihr werdet gebraucht, ihr Muskeln solltet euch auf gar keinen Fall abbauen und genau dann erreicht ihr eben auch, dass der Jojo-Effekt verhindert wird. Nochmal eine Sache zum Verständnis. Angenommen, ihr würdet Muskeln abbauen, dann verändert sich nämlich auch diese Formel, von der ich vorhin erzählt habe, nämlich von dem Gesamtbedarf. Euer Grundbedarf würde sich reduzieren, weil ihr eben weniger Muskeln habt. Euer Leistungsumsatz, der würde auch runtergehen, weil ihr eben keinen Sport treibt. Und in der Gesamtmenge, da habt ihr natürlich einen geringeren, also sozusagen einen geringeren Gesamtumsatz. Und da könnt ihr euch natürlich dann selbst vorstellen, wenn ihr einen geringeren Gesamtumsatz habt, aber dann wieder mehr Nahrung aufnimmt, dann geht die ganze Rechnung natürlich nicht auf. Alles klar, ich hoffe, dass ich euch zum Jojo-Effekt so ein paar Denkanstöße geben konnte, euch das möglichst einfach und logisch erklären konnte. Das Thema ist sehr kompliziert und das Wichtige finde ich einfach nur, dass man so die Grundlagen, das Grundlegende, alles was praxisrelevant ist, verstanden hat. Und dazu wollte ich euch so einen kleinen Beitrag leisten. Wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, viele Grüße, euer Simon.